Perfekt. Ja, gut. Okay, ich schreibe meinen Namen auf. Hast du Datum schon? Uhrzeit? Müde Uhrzeit nicht, ne? 22. 56. Nein, ich. Du kannst bei dir im Sessionraum nochmal Sounds und Notifications da im Chat ausmachen, dann piept das nicht dauernd, wenn einer was schreibt oder reinkommt. Ich glaube. Also da hast du unten neben dem Twitter und Facebook-Ding, da hast du Sounds und Notifications stehen. Da ist ein Haken drin. Ah, okay, Notifications weg. Ja. Sounds. Okay, beides weg, oder Ja, Sounds be und ja, Notifications. beides weg. Fühlst du dich? Was hast du so aufgeschrieben? Gut, bisschen müde, neugierig, bisschen gestresst. Echt? Dann leg mal den ganzen Schrott jetzt weg beiseite. Entspanne dir. Vorne am Kaktus. Vorne am Kaktus? Oder was hast du gesagt? Ja. Bist du bereit? Okay, Target Nummer 2x6 Ziffern. Also fängt an. 570 260. Neue Zeile. 865 611. Okay, dann teile meinen ersten Teilstrich ein und beschreibe kurz den Linienverlauf. Fallen, hingesetzt, hingesetzt, Okay, dann fühl dich mal rein, schau mal nach Eindrücken. Das kannst du an Oberflächen und Farben wahrnehmen. weiß. Okay. Stofflich. Stofflich, okay. Abwechselnd irgendwie. So. Abwechselnd, okay. Okay, vielleicht jedenfalls. Gelb-weiß, okay. Ganz bisschen grün. Okay. Machen wir auch einen B-Aspekt. Ah, natürlich. Natürlich, okay. Natürlich. Ja. Von
Gedanken, geh mal zum zweiten Abschnitt. Schreib kurz einen Linienverlauf. Klein, spitz, steigend, Schwung. Okay. Dann fühl dich nochmal rein. Richte nochmal deinen Blick aufs Target und schau nochmal nach Eindrücken. Kannst du noch Oberflächen und Farben wahrnehmen? Ja, so ein ehrlich braun. Ehrlich braun, okay. Eigentlich auch bröckelig, habe ich das Gefühl. Bröckelig, okay. Bisschen grün ist da irgendwie dazwischen, habe ich das Gefühl. Bisschen grün, schreib mal auf. Ah, ich muss mich. Mein scheiß AOL sieht ja wahnsinnig mal gleich so Bilder auf. Das ist echt schon. Einfach nur Eindrücke sammeln. Genau. Schau nur nach Eindrücken. Irgendwie was Spitzes habe ich vor. Was Spitzes, okay. Kaktus. Ah, schreib dir den Kaktus raus, mal zur Not mal auf, dann hast du aus dem Kopf. Wenn es hartnäckig ist, mal dich nochmal als ich ein, mal ein paar Mauern drumherum. Wenn es wirklich aus dem Kopf was für dich nochmal rein, schau nochmal mit Blick auf das Ziel, welche Eindrücke du noch wahrnehmen kannst. Bisschen holzig. Holzig. Ich habe wieder ein komisches Bild für neulich. Was hast du? Ach, ich habe irgendwie wieder so genau so ein ähnliches Bild wie bei diesem letzten Tag, was ich hatte da mit dieser Frau ins Stand, oder? Mhm. Da hatte ich, glaube ich, auch irgendeinen Scheiß. So eine Konstruktion hatte ich aus Holz. Hat nichts damit zu tun. Lass es mal außen vor, pack es in eine Kiste, pack es weg. Leg ruhig mal einen Stift einmal kurz weg, zentriere dich nochmal. Atme nochmal durch. Und mach deinen Kopf nochmal frei. Und wenn es aus dem Kopf was fühlt, zieh nochmal rein. Geh mal ganz locker ran, kannst nichts falsch machen. Kannst du noch weitere Farben wahrnehmen? Ja. Grün, gelblich-grünlich. Gelblich-grünlich, okay. Was denn mal Oberflächen, wie fühlen die sich an? Ich habe das Gefühl, dass Bewegung drin kommt. Bewegung, okay. Also wie so ein Stoff, der da so spielt irgendwie. Wie fühlt sich das zumindest gerade an? Wie Stoff, sagst du? Ja, aber irgendwie der da fehlen könnte. So. Auf jeden Fall, aber das könnte halt so eine Bewegungsenergie sein. Schreibst du beides auf. Kannst ja nicht wissen. Bleib einfach ganz normal beeindrucken. Schau nochmal nach Oberflächen, Farben und Dimensionen, wenn du magst. Er ist irgendwie so trocken. Trocken, okay. Bröckelig. Bröckelig, sandig. So braun irgendwie. Was hast du gesagt? Fast schon so eine wirkliche Erde oder so. Erde, okay. Also der Erdton, oder? Schreib dazu in der Natur. Ich gehe mal zum nächsten Abschnitt, glaube ja. Ich. Hast du noch einen B-Aspekt? Ja, künstlich oder natürlich? Schon natürlich. Ich irgendwie schon so.
Aber ich will es nicht so zuzuhören. Kannst du ja auch nicht wissen, Jon. Okay. Okay, also, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Beschreib kurz den Linienverlauf. Stufig. Stufig, hm? Also, S-förmig. S-förmig, okay. Ausladend. Undurchgängig. Okay. Okay, dann schau nochmal nach Eindrücken. Richte nochmal deinen Blick genau aufs Target. Schau es dir nochmal ganz genau an. Und guck mal, welche Eindrücke du noch empfangen kannst. Das ist irgendwas, glaube ich, recht geschwungenes. Was geschwungenes? Okay. Das sind irgendwelche. Was hast du gesagt? Dünen nicht, aber irgendwie so könnte auch so eine Landschaft sein, die da so Schwung daherkommt. Ich weiß nicht, wie weit ich da entfernt bin. Lass mal die Landschaft außen vor, hügelig ist ja okay, aber versuch dir nicht irgendwelche Bilder zu bauen. Schau noch mal weiter nach puren Eindrücken. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, schon irgendwie natürlich. Hm, natürlich, okay. Und ein bisschen frisch. Hm, frisch. Frisch. Findet draußen statt, okay. Kannst du noch weitere Dimensionen wahrnehmen? Okay, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Ah, spitz. Rechtwinklig. Rechtwinklig. Symmetrisch. Klein. Ja, das ist da, glaube ich, entspannt. So. Entspannt, okay. Schreib's mal auf. Irgendwas hängt da durch so, oder könnte so durchhängen werden. Aber hier. Noch weitere Eindrücke sammeln? Ja, es sind verschiedene, da sind auch so Steine oder irgendwie so Relief, mhm. Erhebungen. Aber dazwischen ist auch irgendwas, es sind mehrere Sachen. Mhm, okay. Versuch mal nicht gleich zu benennen, sammel einfach nur ganz rudimentäre Eindrücke, versuch dir nicht irgendwas im Kopf zusammenzubauen. Stufe 1, locker weg. Nee, weiß nicht, bin fertig jetzt. Okay. Hast du alle Abschnitte durch? Ja. Na, dann schreib nochmal eine AI draus. Wie fühlst du dich da? Wie findest du das? Fühlt sich das für dich an? Ist jetzt nichts Schlimmes. Oh, schreib mal auf, nichts Schlimmes. Fühlt sich das für mich da an? Nichts Schlimmes ist ja okay. Ja, also ich bin auch nicht konkret auf den Zweig meines. Alles klar, das passt doch. Allgemein ist doch gut. Okay, dann machen wir Seite 2, Stufe 2.
Und schau mal nach Farben. Mit Blick auf das Ziel, welche Farben kannst du da wahrnehmen? Was sagst du? Rot oder schwarz. Ja, rot oder schwarz ist doch gut. Gelb. Mhm. Okay. Geh mal weiter zu Oberflächen. Ich weine ein ganz bisschen grün. Mhm. Okay, schreib's nur auf. Geh mal zu Oberflächen und richte nochmal deinen Blick aufs Ziel und sag nochmal, welche Oberflächen du im Zielgebiet wahrnehmen kannst. Weiche. Mhm. Es kann auch sein, dass es da irgendwie so was im Fluss ist. Der Wind irgendwie. Es könnte auch der Wind sein, der da sehr weich. Mhm. irgendwas schlingen würde ich da. Irgendwie Energie oder Bewegung. Mhm. Energie, Bewegung, okay. Schlingelt sich. Kannst du ruhig noch dazu schreiben. Auch wenn es Oberflächen sind. Scheiß drauf. Okay, gehen wir weiter dann zu Gerüche. Sag nochmal mit Blick auf das Ziel, welche Gerüche kannst du da vor Ort wahrnehmen? Frisch. Frisch, okay. Nächstes wäre dann Geschmäcker. Geschmäcker. Mhm, Geschmäcker. Irgendwie gelb. Okay, ich weiß nicht. Ja, schreib's auf, schreib's auf. Okay, gehen wir weiter zu Temperaturen. Ja. Mit Blick auf das Ziel, welche Temperaturen hast du da? Was sagst du? In Ordnung, also es ist Ungenügend. Okay. Okay, gehen wir weiter zu Geräusche. Welche Geräusche kannst du da vor Ort wahrnehmen? Was hast du? Relativ ruhig außer so ein Rauschen. Mhm. Relativ ruhig außer ein Rauschen, okay. Das ist okay. Gut, dann schauen wir nach Dimensionen. Sagen, das ist irgendwie so. Da gibt es irgendwas im Hintergrund. Mhm, okay. Vordergrund. Mhm. Ist da auch ein bisschen. Zeig nochmal euch ein, wenn du magst. Kannst du noch was zu aufschreiben? Ja, also, hier ist, glaube ich, irgendwas vielleicht sogar konstruiertes oder irgendwas. Mhm. Schreib mal auf, konstruiertes, menschliches. Menschengemachtes. Menschengemachtes, okay. Die Unterfläche, das untere ist irgendwie natürlich, glaube ich zumindest. Mhm. Oder irgendwie so auch von Menschen gemacht und da kommt die Natur wieder so durch. Mhm. Schreib es mal ruhig so auf. Unterfläche natürlich. Oder auch. Menschen und verrottet. Mhm. Okay. Und erodiert. Vielleicht. Mhm. Hintergrund ist auch. Es können auch nochmal mehrere Sachen sein, die üblich sind. Mhm. Aber es könnte auch sogar. Aber ich bin nicht am Meer. Ich muss wieso. Mehr. Schaff mal raus, streichst dir durch, lese einen kurz weg, schießt dir aus dem Kopf. Aber das. Ich glaube, irgendwas ist da am Fluss. Ich schreib's mal noch auf, ist irgendwas im Fluss? Das könnte so ein bisschen grün sein, beziehungsweise hier könnte auch so ein bisschen grün oder dazwischen sein. Mhm. Aber mit den Farben, da bin ich mir echt unsicher, weil das hier ist so, ich glaube, gelblich, rötlich. Mhm. Gelblich, rötlich, okay. Und da sind aber auch
Also viele unterschiedliche Farben. Mhm. Auch manche Sachen kleinere Aspekte. Mhm. Okay, schreib's mal so auf. Gerne theoretisch mehrere Farben, viele kleinere Aspekte. Kleine. Kannst du deine Bewegung einzeichnen? Ja, ich würde jetzt mal sagen, hier in die Richtung, so, aber es kann halt auch in die andere Richtung sein. Ja, schreib's mal einfach ein, wie du meinst. Erster Eindruck passt meistens, weißt du doch. Und ich glaube, das passt auch zu dieser Form, was auch immer das ist. Könnte auch Schaufel sein, die irgendwie. Bau dir nicht irgendwas zusammen. Alles ist gut. Locker weg. Locker weg. Du hast gesagt, die Form passt zu der Bewegung. Ja, die ist dann irgendwie darauf abgestimmt. Schreib's mal auf. Form ist auf Bewegung abgestimmt. Wie ist mit Innenaspekt, Außenaspekt? Hast du eben gehabt? Außen, draußen hast du gesagt, ne? Draußen, ja. Ich habe aber keine Vorstellung, wie groß das ist. Also, könnte auch Raum noch drin sein. So, ich weiß. Also Innenaspekt hast du auch. Könnte sein, wenn es größer ist. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwas ist, wo Menschen reinpassen. So. Schreib's mal auf, könnte was sein, wo Menschen reinpassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das in Bewegung ist. Es kann auch sein, dass es einfach so eine schöne Konstruktion ist, die am Meer ist und sich da einfach schön reinfügt. Bau dir doch nicht die Bilder, Digga. Locker weg. Nee, sollst nur Eindrücke sammeln. Wenn ich die so exzessiv benutze, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Na klar, auf jeden Fall, aber ich sag dir nur. Ne? Nee, das stimmt ja auch. Ich versuch's. Passt ja. Okay. Wolltest du noch mal ein AI rausschreiben? Wie findest du das jetzt? Wie fühlst du dich da? Ganz interessant, ja. Ganz interessant, okay. Hast du noch was? Wie ist deine Emotion da? Abenteuerlich vielleicht nicht direkt, aber ist schon... Ja, schreibst du so auf, abenteuerlich nicht direkt. Nicht direkt, aber es könnte sein, dass das eine Sache ist, die ich bewundere oder so. Die ich ganz gut finde. Schreib's mal auf. Sache, die ich bewundere, die ich ganz gut finde. Okay, dann nehmen wir die nächste Seite. Seite 3, Stufe 4 machen wir mal. Fängst an mit D, mit S, Entschuldigung, mit S, D, A, I, E, I, T, I, T, A, O, L und A, O, L, S. Dann fangen wir mit sensorischen Eindrücken an. Stein, irgendwie Alter. Und ich glaube auch erodiert und geschliffener. Erodiert, geschliffener, okay. Stein. Dann ist da irgendwas, es kann auch zähflüssig sein. Zähflüssig, okay. Oder halt auch Sand einfach. Oder irgendwas so. Ganz, ganz, ganz feines, was ganz, ganz feines. Ganz fein ist okay. Und da steckt was drin und guckt was raus. Da steckt was drin, guckt was raus. Schau mal nach dimensionalen Eindrücken. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, diese Szene ist so aufgebaut, da gibt es eine Art, so der Fokus ist auf dem, was da, auf der Konstruktion oder was auch immer, und dann ist der Hintergrund auf jeden Fall auch zu sehen, so ein bisschen. Schreib's mal auf, Fokus liegt auf der Konstruktion, Hintergrund ist zu sehen. Mhm.
Hintergrund, ja, vielleicht sieht man sogar so einen Horizont, ansonsten ist es vielleicht sogar noch schräger von oben sogar. Schreib's mal drauf. Vielleicht sieht man den Horizont, sonst schräger. Kannst du was zu der Bewegung sagen? Es könnte sogar so eine leichte Aufwärtsbewegung sein. Leichte Aufwärtsbewegung, okay. Also zumindest von diesem einen, dieser einen Sache, sondern dass die da so rausspringt aus dem oder rausfließt, sich Rausspringen, rausfließt. nach oben fließt, Okay. rausfließt. Wie sieht es mit AI aus? Wie findest du das? Wie fühlst du dich da? Welche Emotionen hast du da? Ich finde das. Ich finde das, glaube ich, immer besser. So. Okay. Schreib's mal auf. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen bewundernswert. Irgendwas Bewundernswertes. Okay, Oder bewundernswert. beneidenswert fast schon so. Beneidenswert, kannst du ja beides aufschreiben. Wie sieht es denn mit EI aus? Wie fühlen andere sich da? Was haben die für Emotionen? Ich glaube, wenn man das sieht, ist es so ein ähnliches Gefühl. So. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut. Stech doch mal rein in die EI. Was kommt dir da? Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen körperlich belastend. So. Körperlich belastend, schau mal auf. Und ich glaube, das machen nur wenig, ich glaube zwei, ein paar Leute nur, so ein paar. Wie bitte? Das machen nur wenig und was hast du danach gesagt? Ah, Leute, die machen das nur. Ja, nur zwei oder ein paar im Ja, schau Tag. mal auf, ein paar Leute machen das nur zwei oder ein paar. Hast du denn da Personen? Ich glaube schon, ja. Die sind ziemlich konzentriert. Okay, konzentriert. Ja. Haben die Absichten oder haben die irgendwelche Intentionen? Ich glaube schon, die wollen was erreichen. Also AOL Rennen, da muss ich mal wegstreichen. Wie bitte? Was hast du? AOL? Hallo, AOL Rennboot oder so. Rennboot, okay. Schreib's mal auf. Leg den Kuli kurz aus dem Dings, zentriere dich nochmal. Schieß dir das Rennboot komplett aus dem Kopf. Dann schau nochmal nach. Vielleicht schau ruhig noch mal Fremdemotionen. Wenn du nichts mehr bekommst, kannst du ja mal nach Sachen gucken, die du anfassen kannst. Ich glaube, die sind, also das ist, glaube ich, professionell. Professionell, okay. Das kann ich hier. Kann jeder machen. Was sollte ich nochmal gucken? Guck mal nach T, Sachen, die du anfassen kannst. Ja, das ist irgendwas aus Holz. Okay. Hast du noch was? Ja, so Holz kann ich anfassen. Steine. Richte nochmal deinen Blick aufs Ziel und schau dir nochmal das Target genau an. Wie fühlt sich das denn an und was kannst du da anfassen? Ja, sind auch Pflanzen. Kleine oder im Hintergrund. Okay. Da Steine, Felsen vielleicht auch. Und da ist halt auch, glaube ich, immer noch dieser Fluss da. Fluss von irgendwas. Ja, wie bin ich denn nicht? Okay, kannst du was zu der Funktion sagen oder zum Sinn und Zweck? Piek da mal rein. Guck mal. Piek mal in IT.
Wofür ist das gut? Ja, ich denke im weitesten Sinne so zur Reise. Zur Reise, zur Reise, okay. Schreib's mal euch alles auf. Und vielleicht sogar auch eine längere Zeit sogar. Für längere Zeit schreib's mal auch noch auf. Kannst du das unter AOLS irgendwie beschreiben, die Situation, oder umschreiben? Ja, ich hatte jetzt, das ist wie so ein, wie ein Wohnwagen vielleicht, ja. Okay, wie ein Wohnwagen. Also, ja. Und AOL wäre, okay, ist diese, haben wir am besten diesen Plan, Fahrzeuge. Planfahrzeuge? Ja. Schreib's einfach so auf, Planfahrzeuge. Das ist das auch, ja. Okay. Pick dich nochmal durch alle Begriffe oben durch und schau nochmal, ob du irgendwo was kriegst. Eben kurz für dich selber, frag dich nochmal im Inneren nach sensorischen, dimensionalen Eindrücken, Emotionen und so weiter. Also bei Tier ist irgendwas Krautiges, habe ich das Gefühl. So. Krautiges, okay. Was Kleines, so. Ich glaube, das spielt man nicht noch. Hast du dir bei Tier denn das Objekt schon genau angeguckt? Das Konstruierte? Nee. Also da muss ich mir echt nochmal den Plan wagen. Was für Materialien hast du denn bei dem Objekt noch? Da oben ganz bisschen Metall. Metall, okay. Schreib's mal auf. Kannst ja nochmal bei IT schauen, ob du noch einen Sinn und Zweck findest. Oder eine Funktion, wofür das gut ist. Ansonsten fühle ich auch noch mal bei AOLS rein. Lenken, vielleicht irgendwas ablenken. Schreib es mal rein, lenken. Oder irgendwas auffangen oder so. Auffangen, okay. Das habe ich auch gar nicht durchgeholt, aber du schließt ja irgendwie. Ah, das sollte ich auch nicht machen, da von meinen Zeichnungen auf irgendwas schließen und so. Das ist komplett falsch. Lass uns außen vor, läuft alles bis drin voll. Gut, nimm mal das nächste Blatt. Und zeichne doch nochmal. Mal dir ruhig mal einen Rahmen. Und fühl dich mal in den Rahmen rein. Wo willst du da was einzeichnen und betiteln? Richte mal deinen Blick aufs Wesentliche. Ja, das Wesentliche ist da, das ist in der Mitte. Okay. Und da ist, glaube ich, irgend so ein, könnte auch so ein Stoff sein, der stofflich ist. Was ist das für ein Stoff? Wie fühlt er sich an? Ein bisschen älter. Ein bisschen älter, okay. Ich muss mal früh durch. Aber die machen das so nicht. Wo hast du denn die Farben, das Gelbe und das Rote zum Beispiel? Das ist schwierig. Das Gelb, das
könnte hier der Untergrund sein. Mhm. Nein. Aber da sind halt auch andere Sachen. Ich glaube, das. Und ansonsten, das hier ist, glaube ich, eigentlich. Das finde ich irgendwie extrem schwierig. Schwer. Also, du hast eine Außenszene, sagst du, ne? Und in das Objekt sagst du, da können Menschen rein? Unter Umständen irgendwie. Mhm. Wieso, wie kommst du darauf unter Umständen? Nee, eigentlich, ich denke, das ist normal, dass da mindestens zwei Leute drin sind oder drei sind. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so für Massentransport oder so. Ich glaube, das sind. Okay, schreib's aber dran, zwei bis drei Leute nicht für Massentransport. Ich hatte auch so uniformierte Leute vielleicht fast. Schaut mal hin, uniformierte Leute. Schau doch mal, beweg dich doch mal ins Objekt rein. Also beweg dich mal ins Objekt rein und schau dich mal da drin um. Was kannst du dazu sagen? Ich habe das Gefühl, die Leute sitzen da relativ angespannt und so in den Sitzen. Und sind da irgendwie vor was, vor dem Monitor oder irgendwas, so zur Kontrolle oder so ein Fenster raus irgendwie. Schreib's mal auf, Leute sitzen da vor dem Monitor oder zur Kontrolle. Und ich habe das Gefühl, die Bewegung von denen ist so aufwärts irgendwie. Weil die nutzen diese Energie, die für eine Aufwärtsbewegung. Weil es ist sowieso ein Segelbuch. Schreib mal auf, benutzen diese Energie für eine Aufwärtsbewegung. Begib dich mal direkt zu den Leuten hin, guck mal, was machen die da? Was wollen die? Die sitzen da, die wollen weg starten, vielleicht sogar. Fliegen, nein. Ja, schaut mal auf, die wollen weg, starten, fliegen. Also, ich will einfach nur vielleicht eine Reise antreten. Oder? Ja, schreib's mal auf. Leute wollen da weg, starten, fliegen, Reise antreten. Aber ich glaube, das ist nicht so eine, vielleicht nicht so, also nicht so eine Verabschiedung auf ewig oder so. Mhm. Oh, kannst du ja nochmal zuschreiben, ist keine Verabschiedung auf ewig. Also, jetzt nicht in so einem großen Sinne. Mhm. Ja, brauchst du ja nicht weiter interpretieren. Schreib's einfach auf, wie es dir kommt. Kannst du sonst noch was zu den inneren Aspekten sagen? Im Objekt. Was kannst du da wahrnehmen im Objekt? Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie ist ja natürlich von dem Material eben so. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist schon ziemlich irgendwie merkwürdig. Also ich kann es nicht zuordnen. Also es kann auch sein, dass es einfach ein altes Schiff ist. Oder so, aber mach dir keinen Kopf darüber. Schreib einfach hin, kann ich nicht zuordnen. Ist merkwürdig. Aber die Leute, ich habe das Gefühl, es sind so, sind uniformiert. Oder uniformiert? Die sind uniformiert, sagst du? Oder haben irgendwelche Abzeichen oder sind so. Mhm. Also, oder nicht uniformiert, oder haben irgendwelche Anzüge an, so speziell für die Tätigkeit. Mhm. Schreib mal auf, die haben spezielle Anzüge an für die Tätigkeit. Ja. Was machen die denn da gerade mit dem Objekt? Die haben die Kontrolle darüber, glaube ich. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Mhm. Es kann sein, dass es ein Automatismus ist. Aber die sitzen da und ich würde jetzt nicht sagen können, was die da genau machen. Die sind da. So, die chillen ja wahrscheinlich und überlassen die Arbeit dem Wind oder was auch immer. Mhm. Schreib's mal auf. Überlassen dem Wind oder was es antreibt. Kannst du Emotionen wahrnehmen von den Leuten da? Relativ. Mhm. Unberührt. So. Relativ unberührt, okay, schreib's mal ran.
Aber ich glaube, es ist schon körperlich anstrengend. Aber, aber die sind halt professionell. So. Und strecken sich schon an. Dieses Uniformierte oder diese Anzüge, wie kommt dir das vor? Oder wie so Astronauten irgendwie. Schreib's mal auf, wie Astronauten. Also jetzt von den Anzügen her, meinst du? Ja, irgendwie wie jetzt nicht wie so ein Raumanzug, sondern wie diese blauen Overalls, weißt du, mit den Abzeichnern. Okay. Das ist noch was in Ja, schreib's mal auf. Blaue Overalls wie mit Abzeichen. Ja. Wie würdest du die Person beschreiben, von ihrer Absicht her? Sinnvoll, was sie machen? Nö. Für dich? Nö, ich glaube. Ich glaube nicht. Schreib mal hin. Für mich nicht so unbedingt sinnvoll. Aber Schlimmes würde ich da jetzt auch nicht vermuten. Okay, Schlimmes würde ich nicht vermuten. Für mich aber nicht unbedingt sinnvoll. So ungefähr kannst du aufschreiben. Weil da ich mich nicht festlegen, weil die sind da ziemlich so unemotional. Ich weiß jetzt nicht, ob die da so sich groß was Gutes machen, glaube ich, tun sie ja auch nicht so. Okay, schreib mal hin, unemotional. Ja. Kannst du die näher befragen? Dazu, was die da wollen und was das da soll, was die machen? Ich glaube, es geht da nur um Ausführen und ich so Zweifel sind da gar nicht so. Okay, schreib mal an, geht einfach um Ausführen. Ausführen. Die sind, glaube ich, so relativ unselbstständig, die beiden. Unselbstständig, also zwei sind's. Ja. Wie kommst du darauf, dass sie unselbstständig sind? Aufgrund ihrer Handlungen oder aufgrund ihrer Emotionen? Ja, die Handlung ist passiv. Tragen Uniform und so die sind, die haben da, glaube ich, keine großen Emotionen, nichts, keinen großen Antrieb dahinter. So, ist einfach Standard für die oder sowas. Oder genau. Okay. Kannst du dich mal, guck dich doch mal da drin in dem Innenraum um so. Was kannst du da alles, was kannst du da wahrnehmen? Guck dir mal die Wände an, die Decke, den Boden. Meine Fantasie geht dazu durch. Ja. Ich bin jetzt bei Aliens UFOs. Ja, schreib mal ein, AOL, Aliens UFOs, ist es nicht. Nichts mehr zu tun. Chemtrails und so. Chemtrails? Ja. Dann schreib mal alles auf, streich dir durch, schieß dir aus dem Kopf. Okay, zentriere dich nochmal einmal, atme nochmal durch. Und dann fühl dich nochmal rein, schau dich nochmal im Innenraum um. Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Kannst du da Farben wahrnehmen? Ich glaube, da leuchten Sachen vielleicht sogar. Leuchten Sachen, okay. Was für Sachen denn? Irgendwelche Anzeigen-Sachen. Aber wie gesagt, meine Fantasie ist... Schreib's einfach hin, leuchten Anzeigen. Also, und es könnte sogar sein, dass die gar nicht wirklich rausgucken können. So. Das kannst du auch nochmal aufschreiben, die können gar nicht wirklich rausgucken. Das was heißt denn nicht wirklich rausgucken? Also, ja, sie haben schon die Möglichkeit, das wahrzunehmen. So. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Monitor genau ist, aber da sind Sachen, die mit denen. Also, ich glaube sogar gar nicht, dass die da irgendwie vorne so ein Fenster haben. Ist es dunkel da drin? Oder kannst du da alles normal sehen? Normale Lichtverhältnisse? Ich finde es gerade ein bisschen dunkel. So. Und auch wenn ich vorhin, wenn ich jetzt, also jetzt könnte ich auch nicht sagen, das sind blaue Overalls, aber das sind bestimmt auch gar keine blauen Overalls, aber das sind halt irgendwelche. Ich glaube, es ist relativ eng da und
Relativ eng, das kannst du nochmal aufschreiben. Relativ eng, also wie gesagt, diese Stühle sind halt sehr ergonomisch so. Die sind da. Die Stühle? Hat ich noch nicht gesagt, aber die sind da halt so wie so ein Rennfahrersitz. So. Schreib mal auf, wie Rennfahrersitz. Und die sitzen beide da drin in diesen Rennfahrer? Da ist es, glaube ich, auch recht. Aber das ist, ach, natürlich, das kann ich jetzt so meine Fantasie sein. Ja, ich finde es recht feucht und stickig. Feucht und stickig, okay. Und. Ich weiß es nicht. Du hast gerade diesen komischen AOL da, Alien Ufos. Kam dir das ein bisschen unmenschlich vor oder von den Emotionen her oder? Ja, die Emotion, es könnte sogar sein, dass es irgendwie so ähnlich. Dass sie so ähnlich und emotional sind, wie weiß, was ich bei Fotos da was wieder gesehen habe. Okay. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt. Zumindest, das hat mich ja schon fast traurig gemacht, diese. Herzlosigkeit und das hier. Das hast du nicht hier. Ich glaube, da ist sogar fast so der. Da ist, glaube ich, sogar sowas ganz tief drin ist. Was halt irgendwie auch gar nicht so diese das da machen möchte, glaube ich. Vielleicht. Ich weiß. Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da ist irgendwas ganz tief drin. Die wollen das. Da irgendwas Menschliches so ist da schon. Okay. Also sind schon emotional, aber nicht so fies drauf halt. Ich würde erstmal sagen, dass es Menschen sind, ja. Und, aber die sind halt so unselbstständig. Unselbstständig. Hat es ja eben schon mal, wegen der passiven Haltung und die machen einfach Standard. Trotz dieser Unselbstständigkeit ist da. Können sie selbstständig sein, wenn sie es nur wollen. Okay. Aber das ist natürlich auch sehr allgemein. Jeder kann selbstständig sein. Leute. Ich bin sehr kritisch. Ja, ist doch gut. Könnte selbstständig. Kannst du mal Folgendes machen? Kannst du dich mal bitte aus dem Inneren wieder rausbewegen? Aus dem Innenraum, wo du jetzt auch mal bist. Und kannst du mal von oben drauf schauen? Ja, wo ich mal einen Zettel durch. Ja. Beweg dich mal, so nach oben, so weit nach oben, dass du locker drauf schauen kannst und dass du das ganze Objekt von oben sehen kannst. Was kannst du dazu noch sagen? An Dimensionen hauptsächlich. An Dimensionen, ja. Dass die Crew ist, sozusagen. Dann hat es, glaube ich, so eine Größe. Okay. Aber ich bin halt auch jetzt immer noch bei Flugzeugen und Chemtrails. Aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja. Aber welche vorne das hat, kann ich nicht sagen, da sind da ja auch zu viele Flugzeuge. Okay. Okay, Digga, ich will dich nicht weiter quälen. Mach mal ein Ende. 23:44. Unterstreichst dreimal, löst dich von dem Crap, komm wieder zu Hause an.